Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu God of War. Kratos hat im letzten Part seine Chaosklingen zurückgeholt und ist nun in die nordische Totenwelt eingekehrt. Und natürlich muss er sich auch dort mit jedem anlegen, der dort unten was zu sagen hat. Gut, diese Gesundheitssteine können mir gleich sehr behilflich sein. Ich hoffe, die verschwinden im Laufe des Kampfes nicht. Wow. Ach so, das ist noch so ein Troll. Ach, easy. Jetzt denkt er sich, du bist nicht tot, also mache ich dich tot. Matugr Helson. Alter. Alter! Ach so, er kann sich zwischen den beiden Dingern hin und her teleportieren. Das ist ja krass. Kann ich das Ding zerstören? Nein, kann ich nicht. Was war das denn jetzt? Och nö, ne? Zum Glück kann ich diese Viecher ziemlich schnell erledigen. Yes, ordentlich Brandschaden, du Sau. Brenne. Yikes. Komm schon, Alter. Lass mich doch wenigstens heilen, ey. Ist das denn möglich? So, zack. Hau bloß ab. Komm schon, Mistkerl. Ich hab ihn doch fast. Alter, was macht er denn jetzt? Jo! Da hat er schön mit seinem kleinen Stein rumjongliert. Bam! Bam! So! Volle Kanne! Habe ich ihn endlich? Wo ist die Sau? Hab dich! So, zack! Ooh!
Hat er sich noch gewehrt? Keine gute Idee. Mit dem Stein wäre es schneller gegangen, mein Freund. Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Da habe ich kein Problem mit. Sigir, der hätte Probleme mit, aber ich nicht. Hallo Vögelchen da hinten. Grüß dich. Puh. Na dann. Ja, ach so, R1. Ja. Da ist es. Geschafft. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Okay. Wieso? Wegen dem Vogel? Kratos. Zeus. Zeus? Das ist eine Illusion von Dein Zeus? Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Alter. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Sein. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Okay. Chaosflamme? Yes! Geil! Geiler Scheiß. Chaos und Verwüstung. Neuer Herstellungsauftrag. Chaosflammen sammeln und die Chaosklingen verbessern. Oh ja. Liebend gerne. Ist hier noch irgendetwas? Hi. Ich wollte schon sagen, das wäre krass gewesen, wenn die griechischen Götter alle in Helheim wären. Aber nee, das wäre zu viel, glaube ich. Wenn hier alle griechischen Götter hingekommen sind. Psst. Ah. Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Und was willst du damit anstellen? Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Die Winde von Hel einfangen. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt. Siehst du? Lass sie nur los! Okay, wohin muss ich die Winde jetzt... Ah, da! Setzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Fuck, eigentlich hätte ich hier stehen müssen, um zu sehen, wie er verschwindet. Egal. So. Das Tor ist offen, liebe Geister. Gern geschehen. Oh, naja. Ist nicht lange offen geblieben. Egal. Der Wächter ist zumindest weg. Das sollte reichen. Ah, nee, da muss der Wind hin. Ah.
Geil. Ah, großartig. So ist es recht. Da drin sehe ich schon mal eine Truhe. Mal gucken, ob das ausreichen wird. Na? Okay, gerade konnte sich Kratos gar nicht bewegen. Keine Ahnung warum. Sehr gut. Oh. Ja, okay, das ist natürlich blöd. Wie soll ich das denn sonst absorbieren? Soll ich hier hoch? Da hinten konnte ich aber auch schon hoch, oder? Ja, erstmal gucken, was da ist. Die Dinger kann ich mit Randschaden nicht zufällig zerstören, oder? Nein. Ja, geil, ey. In diesem Teil habe ich irgendwie alle Elemente auf meiner Seite. Frost, Elektrizität und Licht und Feuer. Zusammen mit Atreus hat Kratos echt alle Elemente vereint. Ja, von hier aus kriege ich den nicht. Shit. Ja, da geht. Ich dachte jetzt, da wäre ein Rabe von Odin drin. Das hat echt so ausgesehen. Apropos Rabe, ich habe mich hier jetzt nicht allzu sehr nach ihnen umgesehen, aber andererseits, ich muss ja sowieso noch einmal hierher zurück mit Atreus zusammen. Von daher passt. Ah! Nee, das sieht eher wie Energie aus. Mist. Aber von hier aus sollte ich doch... Nee. Ach, so rum. Hier, von hier aus kann ich das. Was? Ich denke, das geht. Ah, jetzt. Jetzt erst. So, schnell. Nur 10 Sekunden. Bam. Sehr gut. So will ich das sehen. Gezacktes Schild der Rücksicht. Super. Tut mir leid, Puh. Ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Ja, mach das. Aber ich finde sowieso krass, dass Kratos sich sowohl Mimir als auch Brock so anvertraut hat. Ab dem Zeitpunkt, wo sein Junge in Lebensgefahr schwebt, dann ist er auf einmal so richtig redselig geworden. Krasse Sache. Ich meine, klar, es ist notwendig, aber ich bin es trotzdem nicht gewohnt, Kratos so zu erleben. Okay, ich kann nur nach vorne gehen scheinbar. Nee. Jetzt geht's wieder. Ah, ja klar, jetzt kann ich das Ding wieder rausnehmen. Okay, das Tor schließt sich zum Glück nicht. Das ist gut. Hallo. Ah.
Fester Stahl, geprägtes Wappen des Mutes. Das wird hier eben zwischengelagert. Wo ist der nächste Punkt? Da hinten. Shit. Habe ich zu lang gebraucht? Nee. Kann ich den bekämpfen? Ja, kann ich. So, zack, 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 zack. Easy peasy. Autsch. Her mit dem Zeug. Springer Rüstungssplitter, Hacksilber. So ist schön. Ach so, ich habe das da erfolgreich zwischengelagert. Ja gut, sag mir das doch einer. Hä? Was habe ich jetzt gekriegt? Tödliche Kriegsgriffe. Klingenknauf. Nö, danke. Zack, zack. Komm her. Komm her. Und du auch. So. Perfekt. Okay, wohin soll ich das Ding als nächstes bringen? Irgendwo da hinten? Ah, da. Ich sehe schon. Gut. Okay. Sehr gut. Ach du Scheiße. Ich hab keine Ahnung, wo ich als nächstes mit dem Wind hin muss. Gut. Ja, shit, wo soll ich denn als nächstes mit dem Wind hin? Das Ding da? Das da oben? Nee. Da oben ist was. Huh. Ah, da ist das Dingen. Alles klar. Ja gut. Ups. Gut. Go, 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 go. Shit. Wieder keinen blassen. Wieder hinter einer der Statuen? Nein. Ah, da oben! Ach du liebe Zeit, und da ist ja sogar einer dieser verdammten Raben. So. So ist richtig. Alles klar, alles klar. Jawohl. Okay. Scheint aber immer noch nicht der Ort zu sein, den ich am Ende mit Energie versorgen soll. So, wo ist der nächste Speicherort für das Zeug? Ah,
könnt nicht alle mal. Hier rein? Nein. Ah, die Tür da unten. Oder nicht? Aber schaffe ich das? Da müsste ich schon verdammt flink für sein. Die Klingen haben auch einen ziemlich hohen Radius. Okay. Schnell, 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 schnell. Ne, schaffe ich im Leben nicht. Ah, da oben! Sehe ich das von hier irgendwo auch? Wie soll ich das denn sonst erreichen? Ich muss doch da irgendwo sein. Shit. Das kann doch nicht wahr sein. Yes. Go, go, go. Und dabei habe ich doch sogar die Rune. Nein! Dumm! Ach, Kacke. Das gibt's ja gar nicht. Dabei habe ich doch sogar die Rune ausgerüstet, mit der die Sprintgeschwindigkeit erhöht wird. Und noch nicht mal damit kriege ich's hin. Das ist unmöglich. Moment, ist da was? Ja, da ist was! Alles klar, das macht natürlich mehr Sinn. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann sollte es jetzt kein großes Problem mehr sein. Sehr gut. Jawohl. Perfekt. Komm mal. Und bäm, Sesam, öffne dich. Yes. Boah, das war jetzt eine Tortur. Was kriegen wir? Chaos-Zyklon, ein Rundum-Angriff, der alle Gegner in der Nähe beseitigt. Ein leichter Runenangriff? Echt? Dauer und Schaden des Angriffs sowie Gesamttrefferanzahl. Ah ja, stimmt. Das war ja sogar eine Attacke aus den letzten God of War-Teilen. Dauer und Schaden des Angriffs sowie Gesamttrefferanzahl stark. Ah, der Angriff ist eigentlich schon ziemlich geil. Den will ich lieber haben. Alter, 13.000! Ah, ich hätte nicht gleich alles für den Spartaner-Ansturm rausschmeißen müssen. Dürfen. Naja, mein Fehler. Ah! Und zack! So. Das sind die griechischen Ballerina-Umdrehungen des Todes. Sehr gut. Okay. Dann wieder zurück nach Midgard, würde ich sagen. Aber vorher nochmal die Chaos-Klinge verbessern. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet. Ist klar. Als ob. Meint er das ernst? Ich meine, das wäre krass. Um es mal so zu formulieren. Verbesserungen erfolgreich. Neue Fähigkeiten verfügbar. Yes. Zeig mal her die Fähigkeiten hier. Drei neue nur. Ah.
während des vorletzten leichten Combo-Angriffs R2 für eine schwere Abschlussangriff-Combo. Yo! Her damit! R1 gedrückt für einen starken Angriff, der alle Gegner in Kratos Nähe trifft. Ja! Chaoswirbel, kenne ich. Wütende Verbrennung erhöht die erhaltene Verbrennungsmenge bei jedem erfolgreichen Klingentreffer. Her damit! Wird alles investiert. Die Chaosklingen müssen maximale Leistung bringen jetzt. Meine geilen Schätzchen, ey. Was habe ich euch vermisst? Wir sollten nicht zögern. Die Leviathanax ist natürlich. Ja. Die Leviathanax ist natürlich auch derbe. Super, aber ganz ehrlich, die Chaosklingen. Ist herrlich. Gegen die Chaosklingen, das ist. Die sind einfach Klassik. Die sind einfach klassischer. Endlich verstehe ich. Verflucht dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas! Ah, dieser Name. So. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Brandwerk verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Genau. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Asche. Kratos, hatten wir das nicht bereits geklärt, dass du, weil du ihm nie gesagt hast, was er eigentlich ist, im Prinzip für diese Krankheit gesorgt hast, dass du sie deshalb nur bestärkt hast? Und jetzt willst du ihm immer noch nichts sagen? Ist das dein Ernst? Hey, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Nee. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen, wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Oh ja. Oh ja, endlich. Ja, ich gehe ja schon. Hexerhöhle Obergeschoss, na toll. Ich kann aber trotzdem nicht zu jedem beliebigen Ort reisen. Das ist doch scheiße. Ich dachte, das wäre jetzt verbessert, dass es in jede Richtung geht. Mist. Also meint er damit einfach nur, es geht jetzt nicht nur... Meint er damit, es geht nicht nur zu Brocks Laden, sondern von Brocks Laden auch in andere Orte? Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich jetzt quasi von der Story dazu gezwungen werde, zu Freya zu reisen. Vielleicht wird ja später noch der Rest der Punkte freigeschaltet. Ich will es zumindest schwer hoffen. Das wäre zumindest sehr kacke, wenn dem nicht so wäre. Weil darauf habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit gewartet, dass ich per Schnellreise wirklich von jedem Schnellreisepunkt aus zu jedem anderen Schnellreisepunkt hinreisen kann. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Ach, hallo. Ich könnte hier wieder mit dem Wind spielen, aber ich möchte erst Atreus helfen. Das hat jetzt Priorität. Hey. Das Herz. Du hast es. Ja. Alter, wie er aussieht. Handdrücken. Scheiße. Um das Fieber zu messen, oder wie? Er ist immer noch krank. Hm. Ist doch klar. Meinst du, so wie er aussieht, ist er wieder gesund? Muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Genau. Ja. Endlich. Es ist nicht so einfach. Das ist es doch nie, Kratos. Kratos. Für dich war es auch noch nie einfach. Das ist dir doch klar.
Klar, er möchte den Kleinen beschützen, aber... Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Besser hätte sie es nicht ausdrücken können. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Oh, hi. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Ruhig, ganz ruhig. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kratos? Wir werden wieder reisen. Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Kratos, nur du kannst dich darum bemühen, dass das nicht nochmal passiert. Und du weißt, wodurch du es tun kannst. Komm schon. Dankeschön. Ist das so eine Art Handschlag von Göttern oder was? Dieser Unterarmschlag. Abgeschlossen, die Krankheit. Versprechen gehalten. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Danke, Freya. Du hast jetzt echt was geleistet. Das ist wahr, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Das ist hart. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Ah. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Das definitiv. Kann ich zufällig auch durch die andere Tür gehen? Sieht nicht danach aus. Sie hätte doch auch eine Vordertür, oder? Aber stattdessen muss ich hier in die Höhle rein. Oh. Nun denn, mein Junge. Bevor Brody uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Zum Boot zurückkehren. So, Moment, ich sehe hier nämlich wieder so eine Wind.
so ein Windding, eine Windkapsel, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Sprich, irgendwo hier muss dieser Wind... Oh! Da ist ja eine weitere Kammer. Stimmt, hier war ja auch eine. Eine weitere Walküre. Jawohl. Jawohl. Ja, das ist eine weitere verborgene Kammer. Verborgene Kammer von Odin. Ja, dann wird hier wahrscheinlich eine weitere Walküre auf uns warten. Ja, schon wieder dieser blaue Schleier. Und ein Aufzug, der nach unten führt. Dann wagen wir mal einen weiteren dieser Kämpfe. Wie lange wird es dauern, bis Atreus ihn auf seine neuen Waffen anspricht? Ganz ehrlich, dem Jungen müssen doch die neuen Waffen langsam auffallen. So langsam, langsam. Ich schätze mal, das erste Mal, wenn man mit ihm zusammen die Chaosklingen benutzt, wird er einen drauf ansprechen, wenn der Kampf vorbei ist, oder? Gehe ich stark von aus. So, ich hoffe, dass... dass dieser Kampf sich ein bisschen von dem letzten unterscheiden wird, denn wenn jede Walküre das gleiche Angriffsmuster hat, wäre es natürlich ein bisschen langweilig. Werde ich dann aber ja schon sehen. Oh, hier ist ja noch ein riesiger Rundgang. War der in der letzten Kammer auch da? Shit. Falls ja, dann habe ich eventuell irgendwas verpasst. Ach, so, Kreis. Eine von Odins Raben könnte ja auch da unten sein. Ich dachte jetzt, das wäre der Überrest von einem Raben, der da am Boden liegt. Schon längst getötet von jemand anderem als mir. Hätte ich nicht akzeptiert. Eine Walküre. Wir müssen sie retten. Denk nach, bevor du handelst. Sind wir bereit für einen so mächtigen Gegner? Also ich bin es. Ja, ich auch. Falls das von Belang ist. Was trägst du überhaupt zum Kampf bei, außer vielleicht ab und zu mal... sagen, wo der Gegner ist. Ich versuch's. Jetzt habe ich gerade eben dieses... Fuck! Upsala. Oh, mitten im Valkyrenfight werde ich dann natürlich wieder angerufen. Tja, so ist das Leben halt. Fuck! Erst einmal hier Spartaner-Dresche verteilen. Alter. Frau Walküre, nicht ausweichen. Ist das denn die... Das gibt's ja gar nicht. Okay. Ach. Shit, den Angriff hätte ich locker parieren sollen.
Ey, ich habe doch jetzt diesmal wirklich perfekt ausgewichen eigentlich. Shit. Das hasse ich, wenn Gegner auch noch so kleine Mobs, so Trash-Mobs haben. Das hasse ich, ehrlich gesagt. Gib mir doch einen einzelnen Gegner, mit dem ich dann mit Skill bekämpfen muss. Ja. Shit, stimmt ja. Ich habe ja noch den Wiederbelebungsstein. Dreckig! Ja, aufgrund dieser Kamera kriege ich das doch gar nicht gebacken. Das wäre vielleicht möglich, wenn... egal. Verflixt. Also wisst ihr was, ich will mir diese Valkyrie dann doch lieber für später aufheben. Wenn ich zumindest in der Lage bin, diese ganzen Trash-Mobs deutlich besser wegzustecken. Weil der Boss an sich ist ja eigentlich kein großartiges Problem. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann noch, mich auch noch auf andere Gegner gleichzeitig konzentrieren muss, da wird's happig. Deswegen, ja... Da warte ich lieber noch einmal. Da werde ich noch ein kleines bisschen in der Story weiterspielen und dann irgendwann bin ich vielleicht gut genug. So, komm Kratos. Ab dafür. Dann machen wir die Kammer ein anderes Mal. Wir sollen ja jetzt per Ziel durch da, zum Boot zurückkehren. Mit anderen Worten, teleportieren darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht momentan. Weil wahrscheinlich irgendetwas passieren muss, während ich dorthin reise, wo ich jetzt hin muss. Also wieder zu dieser einen Kammer bei Tyrus Tempel. Wo ist dieser Wind? Hier irgendwo muss es ja einen Ort geben, der den Wind enthält. Die Frage ist, wo könnte der sein? Sieht nicht gut aus. Also klar, muss ja irgendwo sein. Geht ja nicht anders. Vielleicht hier drin. Yo, hallo. Da ist er. Die Frage ist jetzt, was genau kann ich dadurch erreichen, dass ich ihn jetzt weiter transportiere? Was genau wäre da mein Ziel? Moment, da muss ich doch runter. Glaube ich. Genau.
Ah, aber von hier aus erreiche ich das nicht, oder? Nein. Dann von hier aus. Komm schon. Das muss doch bis dahin reichen. Komm schon. So kurz können die Chaosklingen im Laufe der Zeit auch nicht geworden sein. Was? Ich dachte schon. Du Sau. Wahrscheinlich muss ich erstmal auf die andere Seite. Okay, wieder zum Eingang der Kammer, aber diesmal gehe ich da nicht rein. Ah! Tja. Siehste. Aber er hat nicht nach den Waffen gefragt. Er war jetzt zwar beeindruckt, aber genau nachgefragt hat er nicht. Atreus. Du bist doch sonst immer so neugierig. Komm schon, Junge. Enttäusch mich nicht. Alles klar. Das passt sich ja perfekt. Oh, Mist. Jawohl. Und schnell, 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 schnell. Jawohl. Yes. Sehr gut. Tobsucht der Furien. Leichter Runenangriff. Noch so einer. Tobsucht der Furien? Ah, yo! Daran erinnere ich mich auch noch. Das war auch so eine. Stimmt. Geil. Diese ganzen stärkeren Angriffe, die man dadurch bekommen hat, dass man die Chaosklinge in den letzten Teilen aufgerüstet hat, kriegt man hier einfach als Runenangriffe verpasst. Finde ich nicht schlecht. Um Gottes Willen, finde ich super. So, die Frage ist, soll ich jetzt lieber das nehmen oder lieber das? Das hier verursacht deutlich mehr Brand. Und auch deutlich mehr Schaden. Aber dafür verteilt es sich halt nicht so auf ein Gebiet wie dieser Angriff hier. Erhöht Dauer und Schaden des Angriffs sowie die Gesamttrefferzahl stark. Steigert Radius und Aufprall des letzten Schlages stark. Ja, wisst ihr was? Ich nehme doch das. Bäm. Ist sogar deutlich billiger zu vervollständigen als der andere Angriff. Ja, geile Sache. Aber ich nehme an, von hier aus kann ich das Boot nicht erreichen, ne? Ich kann nicht so nach unten springen. Tja. Und hepp. Kratos, ich hätte ihm sofort gesagt, was er in Wirklichkeit ist. Sofort! Weil, ohne Scheiß, das nächste Mal, wenn das passiert, könnte es zu spät sein. Dann könnte Freya ihm vielleicht nicht mehr helfen. Allein aus lauter Sorge, ihn zu verlieren, würde ich es ihm sofort sagen. Eieieiei. So. Ups. Ah ne, wir gehen ja noch weiter runter. Ah, siehst du? Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorher die Schlange. Das Boot betreten. Tja. Das leuchtet hier auch gerade gar nicht mehr.
geht nicht. Hä? Wieso nicht? Ja, okay. Mimir selbst hindert einen da dran. Also, möchte er nicht, dass ich das benutze, oder geht das hier nicht? Weil es leuchtet ja auch gar nicht, das Tor. Von daher, irgendetwas scheint die Teleportationsmagie momentan sowieso zu blockieren. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, steigen wir im nächsten Part erst ins Boot. Bis dahin!